Moin moin! Heute mal ein Video zum Thema Aluminiumbeschichten. Das kommt ja nicht so oft vor, dass wir da so viele Videos von gesehen haben. Bevor jetzt wieder 50 Kommentare losgeschrieben werden, du bist nicht Betzmann Gawanek. Ja, das weiß ich auch. Aber es hieß ja in dem letzten Video, dass wenn wir als Kunde oder Nutzer, Verbraucher da irgendwelche Möglichkeiten haben, ein Video zu machen, dann kann man das gerne machen. Und wenn es interessant ist, dann wird es dann auch in das Portal mit reingestellt. Und da das Thema Aluminiumbeschichten noch nicht so oft vorgekommen ist, ich glaube, da gibt es ein oder zwei Videos, meine ich, gesehen zu haben. Und ich dieses Thema eigentlich auch gemieden habe, wie ja eine Wurzelbehandlung beim Zahnarzt, ich aber im Nachhinein doch festgestellt habe, dass die Arbeit doch gar nicht so extrem ist. Ja, zeige ich das einfach. Was wir brauchen ist einmal den Entfetter, den Aluminiumvorbehandler von der Firma Betzmann Galvanik und dann einmal Kupfer alkalisch. Das ist mir das Wichtigste. Kein Kupfer sauer nehmen, weil ansonsten zerschießen wir uns gleich die Aluminiumvorbehandlungsschicht. So, das Erste, was wir machen, ich habe einmal einen Motorradbremshebel auf Hochglanz poliert, so circa 20 Minuten und eine Aluminiumhülse für den Kickstarter. Das ist Aluminium. Ich weiß jetzt nicht, welche Legierung, was für da alles an Material drin ist. Das kann ich nicht sagen. Wir werden sehen, ob es funktioniert oder ob es nicht funktioniert. Ich würde als Erstes mit dem Bremshebel anfangen und die Hülse dann meinetwegen auch im zweiten Video dann einmal nochmal ausprobieren und würde mich dann jetzt erstmal hier um den Bremshebel kümmern. Also das Erste ist klar, auch hier Schutzbrille, ganz wichtig, auch für den Aluminiumformbehandler. Der enthält nämlich Natriumhydroxid, damit ist nicht zu spaßen. Wenn das ins Auge kommt, ist das nicht gerade so toll. Aber gut, geht es erstmal zum Thema Entfetten. Das sollte man bei dem Aluminium noch intensiver machen, als wie bei anderen Materialien, weil die nun natürlich doch viele Oxidschichten eventuell jetzt noch drauf haben, Dreck gerade in den feinen Poren. Deswegen habe ich auch sehr lange poliert, damit wirklich auch die letzten Vertiefungen verschwinden. Das ist ja bei Aluminium wesentlich einfacher zu machen als wie bei Stahl oder VA. Das ist bei Aluminium nicht ganz so das Problem. Muss nur aufpassen, dass man sich nicht dann beim Polierbock die Finger verbrennt. So, also als Erstes entfetten und dann geht es im zweiten Schritt weiter mit dem Aluminiumvorbehandler. Also wenn die Vorarbeiten jetzt gerade beim Aluminium nicht so intensiv ausgeführt werden, dann kann es sein, dass der Aluminiumvorbehandler nicht vernünftig auf dem Aluminium haftet. Und dann fangen wir wieder bei Null an, fangen wir wieder von vorne an und müssen den ganzen Kram nochmal wiederholen. Deswegen nehme ich mir hier jetzt beim Entfetten auch mehr Zeit. Auch darauf zu achten ist, dass das Material, was in das Aluminiumvorbehandlerbad hineingeht, auch wirklich sauber ist. Also sauber von Fett und Rückständen oder eventuell vielleicht noch irgendwelchen Probebeschichtungen, die sich dann eventuell dann noch ablösen können und dann ins Aluminiumbad rein, Vorbehandlerbad reinfallen. Das wäre dann nicht so toll. Also da wirklich sehr penibel und sehr sauber arbeiten. Ansonsten ist der Erfolg gerade bei Aluminium nicht so besonders gut. So, ich denke, das sollte fürs Erste reichen. Dann packen wir das mal weg. Spülen mit destilliertem Wasser. Und ich nehme für den Aluminiumvorbehandler nehme ich eine Schale, eine Schüssel, lege das Werkstück hier eben halt rein, den Bremshebel, und gieße jetzt gleich den Aluminiumvorbehandler in das Bad hier rein, in die Schüssel, und lasse es dann 1 bis 2 Minuten einwirken.
man jetzt schon sehen kann, sieht man, wie sich das Aluminium schon leicht mausgrau verfärbt. Und der Aluminiumvorbehandler ätzt jetzt ein wenig die Oberfläche des Aluminiums an und legt jetzt automatisch eine Zinkatschicht auf das Aluminium ab. Somit können wir denn das Aluminium mit alkalischem Kupfer beschichten. Ich mache dann hier so, ja, ein, zwei Durchgänge. Man sieht es auch aufgrund der Verfärbung. Ich hole es noch mal kurz raus. Hat sich jetzt schon mausgrau, grau verfärbt. Und das ist schon mal ein gutes Zeichen. Es löst sich auch nichts ab. Das kann auch schon mal vorkommen, dass sich die Beschichtung vom Aluminiumvorbehandler im schlimmsten Fall, wenn man nicht gut vorgearbeitet hat, wenn da noch irgendwelche Rückstände sein sollten, dass sich das ablöst. Oder wenn ich das so wie jetzt hier schon sehe, beim Polieren immer noch so leichte Krater drin sind. Hier in der Oberfläche, da sind kleine Krater. Oder hier vorne an der Kugel. Bin ich ja mal gespannt, ob die beschichtet werden wollen. Aber gut, das sehen wir ja dann gleich im letzten Durchgang. So, dann nehme ich das einmal raus, stelle die Wanne einmal kurz beiseite. Einmal mit destilliertem Wasser spülen. Und wenn man jetzt hier schon sieht, obwohl beim Polieren hat man es nicht gesehen, da hat es wirklich geglänzt. Wenn man das jetzt hier so sieht, hier diese kleinen Krater oder hier an der Kugel, diese dunklen Stellen. Ich lasse mich überraschen. Jetzt einmal ganz vorsichtig mit einem feinen Zewa abwischen. Das mache ich dann auch einmal nass, feucht, dass es nicht ganz so rau wirkt, und gehe dann jetzt ganz vorsichtig einmal über den Bremshebel, über das Objekt rüber und wische im schlimmsten Fall überflüssige Zinkatschicht ab. Spüle nochmal mit destilliertem Wasser und mache jetzt aber nochmal einen zweiten Durchgang. Also zwei Durchgänge sollte man Minimum schon machen und dann so irgendwas ein bis zwei Minuten. Man muss das Material auf jeden Fall beobachten. Also jetzt nicht einfach reinlegen und irgendwo Kaffee trinken gehen oder irgendeine Serie gucken. Ich glaube nicht, dass das finde das Aluminium nicht so toll. Und ich bewege immer noch ein bisschen die Wanne dabei, ob das jetzt nötig ist oder nicht. Aber somit, ich will da jetzt keinen ganzen Liter reinkippen, nur wegen eines Bremshebels, sondern somit bedecke ich dann immer mit dem Aluminiumvorbehandler das Aluminium, drehe es dann auch nochmal um, dass es auch von der anderen Seite vernünftig ist. Und wie man sieht, wird es immer, also intensiv mausgrau. Und aber die kleinen Krater, die ich beim Polieren nicht gesehen habe, sind hier sehr gut zu sehen mit, ja, so dunklen schwarzen Punkten, Vertiefungen. Und bin ja mal gespannt, ob sich das beschichten lässt. Deswegen mache ich es ein bisschen intensiver, noch ein bisschen länger. Vielleicht geht es ja auch noch so ein bisschen in diese Vertiefungen rein. Gut, und ansonsten hätte man vor dem Polieren, hätte man es noch einmal mit feinen 150er, 200er Nassschmögel noch mal bearbeiten können. Das ist aber jetzt nur mal einmal so ein Test, um zu zeigen, dass es im Nachhinein mit diesem Aluminiumvorbehandler doch kein Teufelswerk ist, so wie ich zuerst dachte. So bloß los die Finger von, das klappt sowieso nicht. Es gibt Aluminium Legierungen, die funktionieren definitiv nicht. Wenn da Silizium drin ist oder Magnesium oder sonst irgendein Dreck, dann braucht man das gar nicht probieren. Das ist auch so ein kleines Lotteriespiel, klappt es oder klappt es nicht. Ich habe es jetzt ausprobiert. Anfang der Woche ist der Aluminiumvorbehandler gekommen, weil ich mich mit dem Thema Aluminium auseinandersetzen wollte und nicht immer nur mit Eisenblech und Stahl und VA arbeiten möchte, sondern auch gerade bei den Oldtimers oder Motorrädern hat man ja nun doch manchmal viele Aluminium Objekte. Und ja, vielleicht klappt das ja bei dem einen oder anderen auch. Und ich drehe es noch einmal ein bisschen um. Ist natürlich jetzt ein bisschen zeitintensiv, kann man ein bisschen vorspulen meinetwegen, aber ich wollte es einmal richtig zeigen. Für den, der auch jetzt irgendwie sagt, nee, an Aluminium traue ich mich nicht so recht heran, da habe ich irgendwie Bedenken oder das ist mir doch zu heikel. So, ich denke, das sollte reichen. Wie man mal sehen kann, jetzt sieht man auch dieses wirklich graue, und man sieht hier die schwarzen Pocken. Aber wir werden ja sehen, ob es funktioniert oder nicht. Wanne beiseite.
einmal spülen, vernünftig kräftig spülen, dass wirklich alles verschwunden ist von dem Aluminiumvorbehandler und sich nicht nachher noch im schlimmsten Fall mit dem Kupfer alkalisch vermischt. Dann haben wir nämlich so nur unser Kupferelektrolyt versaut und dann das gleiche nochmal mit dem feuchten Zewa-Tuch einmal drüber vorsichtig drüber wischen, gucken, ob da überflüssige Zinkatschicht abgeht. Mal schauen, hat es überall gehaftet. Wenn man merkt, dass es irgendwo abgeht, dann nochmal entfetten und dann nochmal in den Aluminiumvorbehandler. Aber so wie ich das sehe, angesprochen ist es. Es ist ja auch nur mal zum Zeigen. Und hier sieht man dann auch wirklich, wie penibel man gerade bei Aluminium in der Vorarbeit sein muss. Also das ist noch extremer als die anderen Materialien. So, und jetzt kommt das Thema Kupferalkalisch. Das packe ich bei mir immer in so ein, in den Wattepad packe ich mir immer grundsätzlich in einen gesonderten Behälter, weil ich jetzt schon bei mir ab und zu mal erlebt habe, dass der eine oder andere Wattepad mir dann doch mein Elektrolyt dann doch versaut hat. Das war aber wahrscheinlich auch meine eigene Doofheit. Das hat wahrscheinlich nichts mit dem Elektrolyt oder mit dem Pad zu tun, sondern einfach nur, weil ich irgendeinen Müll womit bearbeitet habe, den ich dann gleich ins alkalische Kupferbad mit reingehauen habe. So, Kupferelektrode. Netzteil auf erstmal 2,9 Volt. Und dann wollen wir mal schauen, ob wir mit unserer Beschichtung Erfolg hatten. Testen wir es mal aus. 2,9 Volt Kupferelektrode. Ja, nimmt ja schon mal Kupferfarben an. Und immer über den Becher, damit man eben halt das überschüssige Elektrolyt nicht irgendwie wegkippt, sondern dass man es dann gleich wieder im Becher hat und dann weiter nutzen kann. Dauert natürlich ein klein wenig. Ist nicht so schnell wie jetzt beim Blech oder bei sonst irgendwie ein Teil. Man kann es natürlich so wie ich, jetzt könnte ich es jetzt auch einfach so in die Dose reinhalten und so eine Art Badgalvanik machen. Man kann auch ein richtiges Bad ansetzen und es dann auch wirklich lange im Bad dann beschichten lassen. Man sieht, dann hat es dann hier auch schon so ein bisschen angesetzt. Gehen wir da auch nochmal drüber. Aber wie wir sehen, nimmt unser Aluminiumvorbehandler das alkalische Kupfer sehr, sehr gut an. Es dauert ein bisschen länger als wie beim normalen Blech oder wie bei VA. Aber so wie wir sehen. Und je länger ich natürlich jetzt hier mit dem Stift beschichte, desto dicker wird die Schicht und desto widerstandsfähiger wird sie. Ja, und was man sich dann eben halt danach drauf packt, das ist dann jedem selber überlassen, ob danach irgendwie noch Gold drauf soll oder ob da Schwarzchrom oder Schwarznickel oder wie auch immer, das ist ja dann jedem selber überlassen. Aber hier ist einmal zu zeigen, ich wusste jetzt nicht, ich weiß nur, das ist Aluminium, der Bremshebel, aber ich weiß nicht, ob da noch irgendwas Besonderes drin ist und wie wir hier sehen, funktioniert es. Und jetzt muss man natürlich wesentlich länger verkupfern, damit man auch einigermaßen dickere Schicht drauf hat. So, und das gleiche dann eben am Rest des Stifts. Und hier sehen wir ja, auch hier geht das sehr, sehr gut. Ja, ärgerlich mit diesen eingeschlossenen Pocken. Mal gucken, macht er sie weg? Sehen wir sie gleich noch. Mal gucken. Oh, hat ja doch geklappt. Ja. Ja, ist natürlich jetzt ein bisschen zeitintensiv. Für den, der sagt, oh, jetzt weiß ich, wie es geht. Der kann dann abschalten, was auch immer. Oder kann noch ein bisschen weiter zugucken. Also man sieht, die Intensität des Kupfers wird immer extremer, je länger wir es dann auch beschichten. Und wichtig ist eben halt dick und lange, gerade jetzt hier bei diesem Aluminium. Und hier sehen wir so eine leichten schwarzen Vertiefung. Ich weiß nicht, ob ich die noch wegkriege. Man hätte jetzt ein Bad machen können, aber da hatte ich jetzt zum Zeigen jetzt erstmal nicht so die Muße zu. Und nicht jeder will ein Bad machen, sondern die meisten werden ja so mit dem Stift arbeiten und sagen, nö, ein Bad brauche ich nicht, ist mir auch zu teuer und zu viel Platz und keine Ahnung. Aber wenn man jetzt sieht, es war jetzt ja nicht sehr, sehr lange an Vorbereitung. Das Ergebnis, was man jetzt ja hier schon hat, ist ja schon sehr, sehr gut. Also ich bin da immer wieder von begeistert, von den Elektrolyten von Betzmann Galvanic. Die sind auch in dieser Form unerreichbar. Da sage ich gleich nochmal was zu, weil ich
nämlich letztes Jahr mir auch ein anderes Aluminium-Vorbereitungselektrolyt geholt habe. Und da bin ich somit auf die Nase gefallen und ärgere mich richtig. Und das war wahrscheinlich auch der Grund, warum ich mich mit Aluminium nie so richtig auseinandergesetzt habe, weil es nie richtig geklappt hat. Aber dazu später gleich noch was. Den Namen habe ich natürlich abgeklebt. Ich will ja keinen Ärger kriegen, aber den gibt es beim, ja, Online-Handel. Jeder weiß, wovon ich spreche. Braucht man nur einmal Aluminium oder Aktivator eingeben und dann wird man die Firma sofort finden. So. Ich hätte jetzt hier auch eine etwas größere Wanne nehmen können, aber so wie ich ja sehe, die hatte ich ja gerade für die, für den Aluminiumvorbehandler genommen. Aber das geht auch so. Und hier sieht man nachher natürlich nachher am Endergebnis, wie gut oder wie schlecht die Vorarbeit war. Und so wie ich das hier sehe, sieht das bis jetzt ganz gut aus. Es ist ja auch erstmal nur hier ein reines Testobjekt, um einmal zu zeigen, jetzt in diesem Falle von diesem Aluminium Bremshebel, dass es kein Teufelswerk ist. Ja, hier sehen wir, da wieder irgendwo nicht beschichten lassen. Da ist es, sind schwarze Vertiefungen, Krater oder was auch immer. Ich gehe da mal etwas länger drüber. Vielleicht geht er da ja noch irgendwie rein. Und zur Not muss man dann sonst da noch mal nachträglich mit dem Aktivator noch mal, mit dem Aluminiumvorbehandler rüber. Jetzt fange ich schon wieder mit dem Aktivator an. Mit dem Aluminiumvorbehandler noch mal drüber gehen. Und aber der Ton wird immer doch, so lässt sich doch ein bisschen überdecken, wenn man lang genug mit dem Stift drauf geht. Ich könnte jetzt natürlich jetzt nach der ersten Verkupferung könnte ich dann auch nachher noch mal die Spannung erhöhen. Das mache ich noch nicht, weil ich meine, das ist noch nicht alles so mega dick drauf. Ich will da jetzt doch etwas dicker beschichten. So, dann auch versuchen, auch in die letzten Kanten. Hier ist es natürlich ganz einfach. Hier haben wir glatte Oberflächen, wenig Kanten. Da geht das eigentlich recht gut. So einen Effekt habe ich beim Aluminiumaktivator von der anderen Firma definitiv nicht. Das ist also wirklich absolutes Horrorzeug. Da wird auch nicht mit dem Hydroxychir gearbeitet, wie beim Aluminiumvorbehandler, sondern die arbeiten da mit Salzsäure. Und das mache ich jetzt nicht nochmal, weil das schweineviel Arbeit ist, das den Hebel wieder irgendwie sauber zu kriegen. Und das Ding sprudelt, als wenn man dann wirklich eine Brausetablette ins Wasser geworfen hat. Und das ist wirklich extrem und stinkt wie die Hölle. Deswegen, also ich rate, außer jeder kann es natürlich probieren, wenn er möchte und meint, der hat damit Erfolg. Ich persönlich rate davon dringend ab. Das Zeug hat bei mir nicht geholfen. Überhaupt nicht, im Gegenteil. Und der Aluminium-Vorbehandler jetzt hier von Betzmann Galvanic, das ist wirklich, wenn sich das anguckt, das ist ja nun wirklich ein Traum. Alleine der ganz glatte Oberflächen, nichts ist angeraut, also keine wirklich Schmirgelpapieroberflächen wie bei anderen Produkten, also das ist wirklich super. Und jetzt kann man natürlich auch noch mal zwischenpolieren und kann dann noch mal mit Kupfer beschichten, so dass man wirklich eine super hochglänzende Oberfläche hinbekommt für den nächsten Gang, was auch immer dann da drauf soll. Das ist ja jedem dann selber überlassen, aber ich finde schon, so wenn man jetzt hier so guckt, das ist schon eine super Sache. Und dauert auch nicht allzu lang. Jetzt kümmern wir uns nochmal um die Kugel. Die haben wir, glaube ich, ein bisschen vernachlässigt. Und gucken, ob das noch was wird. Da muss man natürlich ein bisschen rumeiern. Ja, in diesem Sinne, denke ich mal, sollte das erstmal gewesen sein. Vielleicht beim zweiten Video dann nochmal die Aluminiumhülse vom Kickstarter. Aber so sieht es dann eben halt aus mit Aluminiumvorbehandler und im Nachgang mit Aluminium, mit dem Kupferalkalisch.